Und weiter geht's. So, wir holen jetzt noch ein, zwei Siege, denke ich. Hoffe ich. Weil dann können wir theoretisch direkt mit dem nächsten Draft. Also haben wir genug Ressourcen für noch einen Draft. Ja, das ist zum Beispiel schon mal nicht so geil. Auch nicht geil, aber. Boah, den will ich eigentlich nicht nach unten, nach ganz unten tun. Aber wir brauchen auf jeden Fall Länder. Jetzt einen Six Drop zu ziehen, bringt uns überhaupt nichts. Wir brauchen Länder, wir brauchen Länder. Oh, der hat einen Removal Spell. Oh, doch nicht. Okay. Aber irgendwas hat er, was er machen kann. Vielleicht was cyclen oder so. Drauf da. Schöne drei Schaden. Hoffentlich spielt er jetzt random irgendwas, was ihn durchsuchen lässt. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Cast a Spell, 3-3. Ja. Greifen wir mal nicht an. Können wir zur Not noch doppelt blocken. Außer er removed jetzt einen, dann war es doof, nicht anzugreifen, aber da muss er wenigstens ein Removal Spell raushauen und wir haben immer noch auch selber einen. Ja. Ist jetzt nicht so unendlich schlimm. Wir blocken, glaube ich, mal den. Ich habe fast gedacht, das war das, was der eben hatte, wo ich vermutet hatte, dass er eventuell was cyclen kann. Dann müssen wir den leider einfach so removen. Müssen aber auch diese Runde nicht exerten. Das heißt, er kann nächste Runde direkt wieder angreifen. Problem ist, er hat noch vier Karten auf der Hand. Und wir nicht mehr. Das Ding ist echt gut hier. Für drei Mana. Oh, er hat nichts gespielt, okay. Greif du mal an, du exertest. Aber irgendwas hat er garantiert noch, weil er hat kein Land gespielt. Der muss vier Spells auf der Hand haben. Ja. Schon fast gedacht. So, damit sind wir komplett out of cards. Ich glaube, wir opfern das jetzt einfach mal. Gucken, was passiert. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und dann kommt 5 durch, okay.
er hat's falsch gemacht. Ich habe mich gerade gewundert. Er hat's falsch gemacht. Das ist was mir auch passiert ist. Falsch gedrückt. Er fragt einen ja zuerst, wen willst du töten und dann, wo willst du die Marke drauflegen, und er hat bei sich drauf gedrückt. Hat seine eigene Kreatur getötet. Hab mich erstmal gewundert, hey, was denn jetzt hier passiert, aber er hat sich quasi selbst seine Kreatur zerschossen. Das ist immer schade, wenn sowas passiert. Quende, Champion of the Flame und eine Rare Wildcard. Geil. Die sind immer nice, da kann man sich nämlich zum Beispiel die Länder holen. Die Rare Länder, weil die sind echt, die sind echt scheiße zu ziehen. Da musst du halt echt Glück haben, um die zu kriegen. Ich meine, beim Draften kannst du die immerhin picken, aber dann geht halt ein anderer Pick weg. Wir fangen an und wir müssten theoretisch noch Länder ziehen. Wir können zur Not auch den Engel cyclen, also wir probieren es mal. In der Hoffnung, dass wir es nicht müssen, weil eine 4-4 fliegend halt immer ganz gemütlich ist. Aber wenn wir keine Länder ziehen, dann müssen wir cyclen. Das ist zum Beispiel schon mal kein Land. Ist die Frage, ob wir jetzt schon cyclen oder noch eine Runde warten. Wahrscheinlich warten wir eher noch eine Runde. Das war nicht gut. Dann cyclen wir. Und da ist das Land, okay. Ja, irgendwann müssen wir auf jeden Fall Länder ziehen. Das Gute ist, wenn wir jetzt Land missen, dann ist der Gegner dazu angehalten, möglichst schnell alles aufs Feld zu klatschen, um uns zu töten, bevor wir Länder ziehen. Und wenn wir dann halt jetzt einen Sumpf noch ziehen, dann können wir direkt alles, was er bis dahin hingelegt hat, können wir einfach zerschießen. Ist auch gar nicht so schlimm, wenn dann unsere 3-2 dabei mit drauf geht, aber ich denke, dass sie vorher tot ist. Ja, gut. Dann blocken wir halt. Wenn uns die Chance dazu gibt. Ist nicht sehr gut. Die Frage, ob wir den Mind Sensor spielen wollen und traden wollen gegen die 1-2 oder ob wir einfach die 2-3 umballern wollen. Ich würde, glaube ich, eher die 2-3 umballern, weil die einen Schaden pro Runde können wir noch ganz, ganz lange nehmen. Das ist kein Problem. Das wäre geil gewesen, wenn das keine May, sondern eine Must gewesen wäre. Oh, keine Ahnung. Spielen wir halt die Death Touch Ratte. Ich denke, der hat auch keine Kreaturen. Der hat wahrscheinlich nur noch Removal. Sonst hätte der jetzt für 5 Mana gerade was gespielt. Oder er hat was für Flash oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Mit Flash. Nö. Sieht nicht so aus. Oh, der hat halt fast nur noch Länder. Das geht natürlich auch. Nö, wir nehmen den einen Schaden. Dann greifen wir mal an. Was der kann, können wir auch. Nämlich einen Schaden pro Runde machen. Und dann spielen wir hier nur 3-1 fliegt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass der wirklich nur noch Removal Spells hat.
Und wenn das so ist, dann können wir einfach ganz gemütlich alle unsere Karten raushauen. Ja, der tappt dann jetzt wahrscheinlich weg, den 3-4er. Gut, dann chillen wir eine Runde. Am besten wäre, wenn er jetzt einen Removal-Spell auf die Ratte raushaut und dann angreift. Dann hätte der sowohl einen Removal-Spell hier drauf geballert, als auch würde er in unseren Trick reinlaufen. Jawohl. Problem ist, wir können den jetzt nicht enttappen, weil dann kann er den direkt wieder tappen. Können aber mal hier so einen Dude spielen. Und gucken, was er gegen den macht. Ob er den jetzt wegtappt? Ne. Hätte ich auch nicht gedacht. Kann er halt überlegen, den, nachdem er den jetzt getappt hat, den wieder zu enttappen, dann kriegen wir nämlich 5 Leben und machen ihm 5 Schaden. Aber ich glaube, das machen wir noch nicht. Das, was wir erst machen, ist angreifen. Und dann spielen wir hier so eine, keine Ahnung, eine 3-2. Ja, 3-1 meine ich. Die kann nämlich gut gegen die 3-3 traden. Es wäre halt geil, wenn er die vorher tappt. Was er wahrscheinlich nicht machen wird, weil es keinen Sinn macht. Aber ich find's geil. Okay, dann hören wir langsam mal auf mit dem Angreifen. Weil wir müssen uns erstmal hier stabilisieren. Und zwar, wie machen wir das am besten? Wir können genau nicht zwei Kreaturen spielen. Dann spielen wir, glaube ich, die Kreatur. Ne, wir spielen noch nur 3-2. Ja, dann hätten wir aber wahrscheinlich doch besser angegriffen. Weil selbst wenn er den removed, macht es keinen Sinn, mit der 2-1 zu blocken. Aber langsam müsste ihm ja auch mal der Removal ausgehen. Oh, jetzt wird er aber aggressiv hier. Was macht er in der Runde, wo wir ausgetappt sind? Ja, wir blocken einfach mal. Weil dann können wir nächste Runde mit 3 Leben wieder zurück angreifen. Irgendwas exilen. Macht nix. So läuft das nicht, mein Freund. So, schöne 5 Leben wieder bekommen. Und jetzt spielen wir eine 4-5. Töten das Teil.
Nächste Runde spielen wir einen Fliegenden. Da gucken wir mal, was er so wegtappen will. Er ist immer noch sehr aggressiv jetzt mit seinen Tabs. Ja, dann werden wir wahrscheinlich unseren Mass Removal nicht mehr spielen. Im Early Game wäre der wahrscheinlich gut gewesen, da hatten wir aber leider keine zwei schwarzen Mana. Also ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr angebracht für ihn, aggressiv zu sein. Ja, wobei er kann die enttappen, okay. Das ist zum Beispiel schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube eine 3. 3-5 reicht auch. Wir zerstören den und. 3-4. Und spielen eine 3-4. Das ist eine 3-1, ne? 5 Schaden. Der geht auf jeden Fall mit. Der auch. So, gucken wir mal, was er jetzt macht. Weil er wirklich angreifen kann, auch nicht mehr. Weil er nur noch 6 Leben hat. Kommt jetzt auch drauf an, was er noch gezogen hat. Aber momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Und jetzt hier so die wichtigen Runden. Und wenn es ganz, ganz bitter läuft, können wir immer noch mit allem angreifen und dann alles zerstören. Nur der Angriff blocken wir den, glaube ich. Weil mit unser 2-2 anzugreifen können wir, macht eh keinen Sinn. Weil die einfach von der 3-3 geblockt wird. Ja. Dann stellen wir mal die. Dann würden wir gerne angreifen. Dann kommen wir für 5 vorbei. Hätten wir jetzt nicht geblockt, hätten wir direkt gewonnen. Aber so ist auch in Ordnung. Jawohl. Jetzt müssen wir noch ein. Also wir haben auf jeden Fall schon wieder Gewinn gemacht. Jetzt müssen wir noch einmal. Ist jetzt auf so oder so das letzte Spiel, ob wir gewinnen oder verlieren. Da müssen wir mal gucken. Dann hätten wir nämlich ein paar Edelsteinchen dazu bekommen. Ein bisschen bling bling. Boah, weiß ich nicht, ob wir das halten. Ich bin, glaube ich, eher dagegen. Ist auch nicht viel besser. Nee. Wir brauchen zwar Land, aber wir brauchen schwarzes Land. Da wären die. Unsere zwei Islands sind beide oben gewesen. Gut, dass wir eins drunter getan haben.
Okay, der will blocken? Warum will der blocken? Das macht überhaupt keinen Sinn. Er will wahrscheinlich einfach nur, dass wir exerten müssen und nicht zurück angreifen können jede Runde. Ich würde mich sehr wundern, wenn er jetzt wirklich blockt. Okay. Immerhin haben wir jetzt das blaue Mana für Farm to Market. Supreme Will. Oh. Kann er sich die einfach wiederholen? Schon wieder nicht angegriffen. Ich denke, wir greifen aber auch nicht an. Zumindest nicht mit der 3-2, weil die kann einfach von der 2-1 geblockt werden. Oh, irgendwas. Ja. Wir warten einfach mal ab. Schön ist, bei ziehe zwei Karten, werf zwei Karten ab. Wir können halt welche abwerfen, die uns im Friedhof halt nochmal Value bringen. Das hat wie quasi extra Karten zu ziehen. Two less can't be blocked this turn. Okay. Ich denke, wir zerstören ihn einfach mal. Ah, wir greifen einfach mal mit an. Einfach mal gucken, was passiert. Wird eh hier geblockt. Ja. Hab schon gedacht. Jetzt die Frage. Wir spielen. Wir bleiben einfach mal bei den drei Ländern. Wir können ja, wenn wir nichts mehr haben, was wir vernünftig spielen können, dann können wir immer noch aufhören und Karten ziehen und abwerfen. Noch so ein Ding. So, jetzt die Frage. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Und wir discarden ihn. Und, keine Ahnung, ihn, glaube ich. Und haben da noch schwarzes Mana. Gut ist, dass er halt irgendwann anfangen muss, unsere beiden Kreaturen zu blocken. Und wir können ihm theoretisch hiermit noch einen Blocker wegnehmen. Flip 2. Okay. Wir können den cyclen, kriegen einen Zombie dafür. Er hat nicht mal mit der Fliegenden angegriffen. Was ich nicht verstehe, weil er eh nicht so wirklich blocken kann. Und damit nicht so wirklich meine ich halt eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir spielen aber mal die fliegend Death Touch Kreatur. Einfach weil der gut Schaden machen kann.
Okay, der ist mies. Schieben wir den und damit töten wir den Fliegenden, dann können wir mit der Fliegenden jetzt vorbeikommen. Legen eine -1/-1 Mark auf den. Jetzt muss er blocken, er blockt wahrscheinlich einfach mit beiden 3-3 an, aber das ist vollkommen in Ordnung für uns, weil dann können wir den besseren 3-3er mitnehmen. Und das macht für ihn das Race noch sauschwer. Weil wir haben 2 Runden, bis er tot ist, und wir haben noch 18 Leben. Und haben auch noch Karten auf der Hand, mit denen wir was machen können. Sobald wir ein Land ziehen, ja, was wir gerade gezogen haben, können wir auch noch 3 Zombie-Tokens holen. Die dann nächste Runde mit angreifen kann. Nächste Runde können wir allen +1/+1 geben und dann hat sich der Keks. Wir können sogar noch einen Blocker von dem wegnehmen. Wunderschön. Da haben wir dann doch noch, obwohl es in der Mitte nicht so gut aussah, haben wir am Ende noch die volle Anzahl an Siegen rausgeholt. Tschu. Gucken wir mal. Ah. Wir haben wieder dieses Last Mercy-Gedönse bekommen.